Willkommen in der Freien und Hansestadt Hamburg. Wir müssen reden. Und zwar über den Bahnhof Altona. Dessen Neubau in Diebsteich steht unverändert in der Diskussion und die Arbeiten ruhen seit August 2018, nachdem der Verkehrsclub Deutschland gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt und das Oberverwaltungsgericht einen Baustopp verfügt hatte. Während ich diese Worte ausspreche, ist unklar, wann und wie es weitergeht. Die eisenbahninfrastrukturellen Schwachpunkte im Raum Hamburg sind seit Jahrzehnten bekannt. Sie liegen im unterdimensionierten Hauptbahnhof mit all seinen kreuzenden Fahrwegen, auf der anschließenden Verbindungsbahn über Dammtor bis zur Abzweigstelle Rheinweg, auf der noch immer nur zweigleisigen Strecke Eidelstedt-Elmshorn und der Rennbahn in Richtung Hannover. Der Kopfbahnhof Altona rangiert in dieser Liste unter ferner Liefen. Als großer Verspätungsproduzent ist er nämlich nicht bekannt. Und so war ich überrascht, als die Deutsche Bahn im Sommer 2014 ankündigte, den Fernbahnhof Altona nach Diebsteich auszulagern. Diese Idee an sich war keine neue, sie gärte seit Jahren. Die Abarbeitung der genannten Problemfälle erschien mir jedoch stets drängender. Ich möchte hier nicht auf das juristische Hickhack um den neuen Bahnhof eingehen. Im Mittelpunkt dieser Doku steht die Infrastruktur rund um Altona, wobei ich den gesamten Bereich vom Hauptbahnhof über die Verbindungsbahn, die Rheinwegkurve und den Betriebsbahnhof Langenfelde bis zum ICE-Werk Eidelstedt betrachte. Wie sieht's dort heute aus? Wie wird es künftig aussehen? Und welche Auswirkungen hat der neue Bahnhof auf Betriebsführung und Qualität? Das ist ein straffes Programm, weshalb wir uns sofort ins Geschehen stürzen und das Gleisgemenge zwischen dem Hauptbahnhof und Eidelstedt studieren. Starten wir mit der S-Bahn, die sich von der Verbindungsbahn kommend hinter Holstenstraße in die S21 über Diebsteich gen Norden und die S31 in den unterirdischen S-Bahnhof Altona gabelt. Durch den City-Tunnel nähern sich die S1 und S3. Erstere knickt westwärts nach Blankenese ab, letztere vereint sich in Diebsteich mit der S21. Die Fernbahn, die uns im weiteren Verlauf dieses Films primär interessieren soll, läuft parallel zur S-Bahn und führt in einem weiten Bogen in den Kopfbahnhof. Einfahrten vom Hauptbahnhof erfolgen normalerweise in die westlichen Gleise 5 bis 8, Ausfahrten zum Hauptbahnhof aus den Gleisen 9 bis 12. Am Abzweig Rheinweg besteht die Möglichkeit, auf die blau dargestellten Güterzuggleise abzubiegen. Eine Bezeichnung, die heutzutage irreführend ist, weil hier inzwischen viel mehr Reise- als Güterzüge fahren. Beim Verlassen des Bahnhofs Altona gen Norden wird's etwas unübersichtlich. Da wären zum einen die zwei roten Personenzuggleise von und nach Elmshorn und zum anderen die grünen Überführungs- oder LAB-Gleise von und nach Langenfelde, die, in Deutschland ungewöhnlich, im Linksbetrieb befahren werden. Erstere dienen dem Personenverkehr zwischen Altona und Schleswig-Holstein sowie den ICEs von und nach Eidelstedt, letztere den Leerfahrten zwischen Altona und Langenfelde. Das PZ-Gleis nach Norden schwenkt, zwecks Gewährung des Rechtsverkehrs, kurz vor Langenfelde auf die Ostseite der übrigen Anlagen. Hinzu kommt das gelbe Bahrenfelder-Gleis als zusätzliche Fahrmöglichkeit für Leerzüge nach Eidelstedt. Vor Ort sieht das beim Blick gen Norden so aus. Im Hintergrund der Bahnhof Langenfelde, vorn die zwei LAB-Gleise, das PZ-Gleis nach Altona und die GZ-Gleise. Das PZ-Gleis von Altona und das BAF-Gleis liegen rechts hinter dem Grünzeug. Bei einer Drehung um 180 Grad zeigen sich von links nach rechts zweimal GZ, PZ nach Altona und die beiden LABs. Das PZ-Gleis von Altona und das BAF-Gleis verlaufen über die Brücke, die wir hier sehen. Außerdem links die S-Bahn mit Weichentrapez. Noch einmal zu dieser Ansicht, auf der eine nicht ganz vollständige Weiche im nordwärts führenden GZ-Gleis zu erkennen ist. Der dort abzweigende Schienenstrang führt durch die Botanik in eine überflutete Unterführung und bot früher eine kreuzungsfreie Fahrmöglichkeit vom Hauptbahnhof nach Langenfelde. Ich komme darauf zurück. Jetzt jedoch wieder zu unserer Karte. Die LAB-Gleise beginnen und enden in Langenfelde. GZ und PZ laufen östlich daran vorbei. Die mittig liegenden GZ-Gleise führen direkt in den Bahnhof Eidelstedt mit dem ICE-Betriebswerk. Die PZ-Gleise rahmen ihn sozusagen ein. Eidelstedt ist ferner Ausgangspunkt der Güterumgehungsbahn nach Rothenburgs Ort, die jedoch erst seit 1996 eine brauchbare Entlastungsstrecke für den Hauptbahnhof und die Verbindungsbahn darstellt. Zuvor war sie von Süden nur mit Kopfmachen im Hauptgüterbahnhof erreichbar und Güterzüge ins westliche Schleswig-Holstein fuhren bevorzugt durch die Innenstadt. Und damit sind wir wieder beim Bahnhof Altona, für den die Aufnahme des elektrischen Betriebs nach Kiel im Herbst 1995 eine Zäsur bedeutete.
Bis dahin fuhren die nordwärts über Hamburg hinausgehenden Fernzüge über Altona, was angesichts des Wechsels zwischen Elektro- und Dieseltraktion sinnvoll war. Fortan fielen die Altona-Halte der Intercities nach Kiel sowie der Interregios nach Dänemark weg und der Regionalexpress Hamburg-Kiel startete im Hauptbahnhof anstatt Altona. Als 1998 die Strecke Elmshorn-Itzehoe unter Draht kam, verschwand auch der Westerländer-Fernverkehr aus dem Kopfbahnhof. Und seitdem die Nordbahn 2014 die RB-Linie 61 nach Itzehoe übernahm, fahren sogar diese Züge zum Hauptbahnhof. Das zur Situation, wie sie sich heute darstellt. Was spricht nun für und was gegen den neuen Bahnhof Diebsteich? Häufig hört oder liest man, er vermeide viele Zugfolgekonflikte und stabilisiere so den Betrieb. Als Knackpunkt wird dabei der Abzweig Rheinweg hervorgehoben, wo sich in Altona beginnende Fernzüge und der vom Norden kommende Verkehr in die Verbindungsbahn einfädeln. Vergleichen wir die heutige und die geplante Infrastruktur mit Hilfe eines Gleisbildschemas, in dem die Fahrbeziehungen vereinfacht dargestellt sind. Mittig der Rheinweg, links der Personen, rechts der Güterbahnhof oder das, was von ihm übrig geblieben ist. Hier blicken wir vom Südende des S-Bahnsteigs in Diebsteich auf einen in den GZ-Gleisen nordwärts rollenden IC. An dieser Stelle soll der neue Bahnhof entstehen und das bei unverändertem Betriebskonzept. Die RE nach Kiel und Flensburg sowie die RB nach Itzehoe fahren weiterhin zum Hauptbahnhof. Der RE nach Westerland und die RB nach Vrist beginnen und enden in Diebsteich, ebenso wie der Fernverkehr nach Süden, Osten oder Westen. Auf der Verbindungsbahn bleibt die Zugzahl somit unverändert, wobei wir hier von durchschnittlich 320 Fahrten pro Tag reden. Eine Entspannung wäre bestenfalls erreichbar, wenn die in Diebsteich stoppenden Züge den Halt in Dammtor ausließen, wovon aber keine Rede ist. Durch Wegfall des Kopfbahnhofs braucht es zwar keinen Abzweig-Rheinweg mehr, aber startende und von Norden durchlaufende Züge müssen im Verspätungsfall weiterhin knobeln, wer zuerst auf die Verbindungsbahn fahren darf. Die heute bestehenden Konflikte lassen sich ohne zusätzliche Gleise auf der Verbindungsbahn also nicht vermeiden. Mit dem neuen Bahnhof verschieben sie sich bloß vom Rheinweg um ein paar hundert Meter nach Norden. Betrachten wir die Fahrmöglichkeiten im Kopfbahnhof. Ja, ich sag's gleich, es gibt hier sich kreuzende Fahrwege, wie überall, wo Züge beginnen und enden. Etwa im Hauptbahnhof, in dem alle Regionalzüge wenden, obwohl er Durchgangsbahnhof ist. Zur Umschiffung der zweifelsohne existenten Zugfolgekonflikte stehen den Altona-Fahrdienstleitern diverse Alternativen zur Verfügung und sie können je nach Betriebslage frei entscheiden, welchen Weg sie wählen. Es ist nämlich völlig egal, ob abräumende Züge das Einfahrgleis vom Hauptbahnhof rechts oder links umkurven, denn weiter nördlich kann der FDL sie so nach BAF, LAB und PZ sortieren, wie es Langenfelde oder Eidelstedt genehm ist. Ähnlich verhält es sich bei den Bereitstellern, die sich der FDL so reinholen kann, dass sie den zum Hauptbahnhof ausfahrenden Zügen nicht in die Quere kommen. Es gibt nur wenige Bahnhöfe, in denen sich die Stellwerke im Sinne einer flexiblen Betriebsabwicklung so schön austoben können. Die Ein- und Ausfädelung rund um Altona lassen sich also weitestgehend höhenfrei gestalten. Das heißt, Züge entgegengesetzter Fahrtrichtungen behindern sich nicht. Eine Ausnahme gibt es, und auch die ist nicht gottgegeben. Vom Hauptbahnhof kommende Leerzüge müssen das PZ- und GZ-Gegengleis kreuzen, wenn sie nach Langenfelde wollen. Aber auch nur, weil der erwähnte Wassertunnel nicht mehr nutzbar ist. Mit dem Bau von Diebsteich soll er reaktiviert werden. Ein wesentliches, aber einfach zu behebendes Manko des Kopfbahnhofs ist die fehlende Fahrmöglichkeit aus Gleis 5 bis 7 in Richtung Hauptbahnhof, was sich bemerkbar macht, wenn vom Hauptbahnhof kommende Züge in Altona kurz wenden und zurück zum Hauptbahnhof fahren sollen. Die müssen am Rheinweg ins Gegengleis, um Gleis 9 bis 12 anzusteuern. Lediglich halblange Züge könnten auch Gleis 8 nutzen. Die Einrichtung eines Gleiswechselbetriebs im Gleis Rheinweg-Altona würde diesbezüglich Abhilfe schaffen. Die Vereinfachung der Infrastruktur und vor allem der Wegfall des Fahrtrichtungswechsels bei endenden und beginnenden Zügen sind als Pluspunkte für den neuen Durchgangsbahnhof nicht von der Hand zu weisen. Denn natürlich ist es zeit- und personalaufwendig, wenn der Lokführer zum anderen Ende des Zuges laufen oder ein Kollege die Weiterfahrt übernehmen muss. Dieses Argument jedoch wäre vor Jahrzehnten im wahrsten Sinne des Wortes zugkräftiger gewesen. Heute, wo nahezu der gesamte Personenverkehr mit Trieb- und Wendezügen abgewickelt wird, tut ein Kopfmachen kaum weh. Das war früher anders, als noch eine zusätzliche Lok erforderlich war. Zwischen Altona und Langenfelde kam alternativ das Verfahren geschobener Züge zur Anwendung.
bei dem die Zugspitze mit einem Rangierer besetzt wird. Bei einigen Eurocities, dem Flixtrain und den Autoreisezügen ist das noch heute zu bestaunen. Aber ich will es nicht leugnen, ein Durchgangsbahnhof vereinfacht den Betrieb. Das kann man auch Diebsteich nicht absprechen. Reisenden kann dieser Teil der Diskussion egal sein. Für ihn ist in Altona ohnehin Endstation. In prominenten Kopfbahnhöfen wie Frankfurt, Stuttgart oder Leipzig ist das anders, weil sie für mehrere Fernverkehrslinien nur einen von vielen Unterwegshalten darstellen. Viel wichtiger für den Reisenden ist die Erreichbarkeit des Bahnhofs und es ist unbestritten, dass Altona Alt mitten im Leben liegt. Das kann man von Altona Neu nicht behaupten. Die S-Bahn-Station Diebsteich ist vor allem interessant für jemanden, der das Morbide liebt. Da wäre zum Beispiel der Diebsteich-Tunnel sehr einladend. Da wäre dieses einzigartige Biotop im Trog der Zuführungsgleise zum früheren Postbahnhof. Ein Hingucker ist auch diese stillgelegte Stellwerkskanzel, aus der früher das Geschehen im besagten Postbahnhof gemanagt wurde. All das würde beim Bau des neuen Bahnhofs verschwinden und kaum jemand würde dem eine Träne nachweinen. Aber Tatsache ist, die Menschen sind in Altona, ob mit oder ohne Bahnhof. Am Diebsteich ist fast niemand. Viele werden sich also, um in einen Zug zu steigen, an einen Ort bequemen müssen, zu dem sie eigentlich gar nicht wollen. Das ist ein lästiger Umweg für alle Altonaer, die künftig nicht mehr vor ihre Haustür in den ICE steigen können, sondern raus nach Diebsteich müssen. Oder gleich nach Dammtor oder zum Hauptbahnhof. Richtig ärgerlich wird es für Reisende aus dem Hamburger Westen, die keine direkte S-Bahn-Verbindung zum Diebsteich haben. Denn von Othmarschen, Blankenese oder Wede gelangen sie nur mit einer Übereckfahrt dorthin. Ein schwerwiegender Nachteil des neuen Standorts. Auch diese Beförderungsfälle werden, sofern sie nach Süden oder Osten möchten oder von dort kommen, zum Umsteigen wohl eher auf den Hauptbahnhof zurückgreifen. Was aber gar nicht erwünscht ist, weil der ja schon heute aus allen Nähten platzt. Für Nutzer von RE7, RE70 und RB71 verbessert sich die Erreichbarkeit Altonas, weil der Umweg über Dammtor entfällt. Beim RE6 und der RB61 verschlechtert sie sich, weil ein zusätzlicher Umstieg erforderlich wird, sofern Start oder Ziel in Altona City liegen. Zwar dürfte der Wechsel vom Regional- zum Fernverkehr in Diebsteich einfacher zu bewerkstelligen sein als im überfüllten Hauptbahnhof. Das Problem umgehen die schleswig-holsteinischen Füchse jedoch schon heute, indem sie dies am Dammtor erledigen. Ein wenig verwunderlich mutet auch die Behauptung an, der neue Bahnhof sei im Gegensatz zum alten völlig barrierefrei. Eine gewagte These, wo es doch kaum barrierefreier geht, als in einem Kopfbahnhof mit Querbahnsteig, wo alle Wege ohne Nutzung von Treppen und ähnlichen Hindernissen bewältigt werden können. Aufhorchen lässt ferner der Verweis auf die zentrale Lage von Diebsteich und die hervorragende Verknüpfung mit dem ÖPNV. Wer das S-Bahn- und Busangebot in Altona und Diebsteich vergleicht, kommt zwangsläufig zu dem Schluss, dass die zentrale Lage ein Euphemismus für mitten im Nirgendwo sein muss. Man merkt es schon, zwingende Argumente für einen neuen Bahnhof gibt es aus betrieblicher und verkehrlicher Sicht nicht. Die wahren Gründe werden deutlich, wenn man schaut, was anstelle des Kopfbahnhofs entstehen soll. Die neue Mitte Altona mit 1900 Wohnungen. Zu diesem Zweck hat die Stadt Hamburg das Gelände bereits 2015 für rund 39 Millionen Euro erworben und stellt es der DB bis zur Vollendung der Bahnhofsverlegung zur Verfügung. Wie es hier dereinst aussehen wird, kann man im früheren Güterbahnhof bewundern, wo die Züge quasi durch die Wohnzimmer der neuen Nachbarn rollen. Viel hübscher ist das viel geschmähte Empfangsgebäude von Altona, dessen Architekt wenigstens noch was anderes als rechte Winkel konstruieren konnte, ist das nicht. Auch der Untertitel des Bahnhofsprojekts spricht eine deutliche Sprache. Wir schaffen Platz für Altona, heißt es da. Es geht also vorrangig um städtebauliche Aspekte, nicht um eisenbahnbetriebliche. Bezeichnenderweise zeigte sich Hamburg bei Vorstellung der Diebsteichpläne geschockt ob der Hundehütte, die die DB als Empfangsgebäude errichten wollte, und startete einen Architekturwettbewerb. Dass es dort nur noch 6 anstatt wie bisher 8 Fernbahngleise geben soll, schien hingegen niemanden zu stören. Eine eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung hat übrigens ergeben, dass sogar 5 Gleise ausreichen. Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis, weil ich es weder bestätigen noch widerlegen kann. Ich weiß, am Ende wollt ihr ein Fazit von mir hören. Ist Diebsteich ein Bahnhof für die Tonne?
Ich sehe die Eisenbahnwelt bekanntlich in erster Linie durch die betriebliche Brille und muss sagen, in dieser Hinsicht bringt Diebsteich keine offenkundigen Verschlechterungen. Aber, und das ist Fakt, sämtliche Probleme im Raum Hamburg bleiben ungelöst. Es wird also viel Geld, man spricht von 360 Millionen Euro, investiert, ohne dass am Ende etwas dabei rumkommt. Man kann Diebsteich bauen, von mir aus, sollte aber nicht so naiv sein zu glauben, dass sich dadurch die Qualität des Eisenbahnverkehrs in der schönsten Stadt der Welt verbessert. Ohne massive Erweiterungen im Hauptbahnhof und auf der Verbindungsbahn sowie den Hauptachsen ins Umland fällt die Verkehrswende in Hamburg aus. Und wenn man bedenkt, wie verbissen um ein relativ kleines Projekt wie Diebsteich gerungen wird, möchte man gar nicht wissen, wie lange die eigentlich schon vorgestern erforderliche und aus heutiger Sicht völlig utopische Ausweitung der Gleiskapazität im Hauptbahnhof auf sich warten lassen wird. Verkehrlich ist die fehlende S-Bahn-Anbindung nach Westen ein K.O.-Kriterium. Der heutige Bahnhof wird aus allen vier Himmelsrichtungen von der S-Bahn angefahren, der zukünftige nur noch aus drei? Da kann irgendwas nicht stimmen. Kurzfristige Verbesserungen der Betriebsqualität sind durchaus möglich, aber unpopulär. Wenn ich was zu sagen hätte, wären ab sofort alle Fernverkehrshalte am Dammtor gestrichen. Das verbessert die Durchlässigkeit der Verbindungsbahn und mir braucht keiner zu erzählen, dass ICE und Co. auf anderthalb Kilometer zweimal halten müssen. Messe- und Kongressbahnhof hin oder her. Zugegeben, das ist eine unschöne Notlösung. Auch ich nutze den Haltepunkt Dammtor gerne, wenn ich Richtung Berlin fahre. Aber das tagtägliche Stop-and-Go zwischen Rheinweg und dem Hauptbahnhof zeigt, dass hier unter den gegenwärtigen Voraussetzungen kein stabiler Betrieb möglich ist. Da reicht eine Türstung am Dammtor, um den kompletten Berufsverkehr durcheinander zu wirbeln und den Fernzügen Prügel zu verabreichen, die man Stunden später auch in Süddeutschland zu spüren kriegt. Wie es in Altona und Diebsteich weitergeht, ist momentan offen. Die ursprünglich für Anfang 2024 vorgesehene Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs wird sich nach derzeitigem Stand um mindestens 2 Jahre verzögern, weil er, wie gesagt, weder nennenswerte Verbesserungen noch gravierende Verschlechterungen mit sich bringt, ist das eigentlich auch egal. Was bleibt, ist die keineswegs neue Erkenntnis, dass Deutschland mehr und mehr zu einer Nation des Stillstands verkümmert. Und das nicht nur im Stau auf der Hamburger Verbindungsbahn.